Hallo, was machen Sachen? Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute werde ich euch drei kostenlose Programme zeigen, mit denen auch ihr euren Charakter in die virtuelle Welt laden könnt. Sprich, ihr könnt sie für Videos oder für Streams nutzen. Es gibt natürlich noch viel mehr Programme, aber die habe ich halt entweder nicht ausführlich selber getestet oder halt sie kostet etwas. Daher für den Anfang erstmal diese drei Programme. Wie gesagt, ist halt sinnlos, wenn ich euch irgendwas zeige, was ich gar nicht kenne. Ich dachte mir, für den Anfang ist halt schön, wenn man halt einfach Sachen kriegt, die jeder einfach mal probieren kann, ohne dass er gleich Geld ausgibt. Vieles hat ja eh damit zu tun, was halt seine persönliche Präferenz ist. Der eine mag das Programm lieber, der andere mag das Programm lieber. Ja, ich stelle euch halt also diese drei Programme vor. Ihr dürft sie danach gerne testen. Die Programme haben jetzt auch keine besondere Reihenfolge, also ist jetzt halt einfach Zufall. Alle Links sind natürlich unter der Videobeschreibung. Ihr müsst nur draufklicken für das Programm, das ihr euch entscheidet. Oder wenn ihr alle probieren möchtet, könnt ihr auch alle ausprobieren. Wie gesagt, ihr habt nichts zu verlieren, es kostet nichts. Sondern würde ich sagen, fangen wir einfach beim ersten an. Das erste, was ich euch vorstelle, sind tatsächlich zwei Programme, die zusammen gehören. Einmal der VTuber Editor und der VTuber Maker. Wir brauchen den Editor, um unseren Charakter halt in den Maker zu laden. Also gehen wir natürlich erstmal in den Editor rein. Nicht wundern über dieses Balkengedöns, ich habe meine E-Mail-Adresse damit verschleiert. Ihr müsst euch anmelden. Ich logge mich ein. Jetzt sind wir hier. Wir haben halt hier einen Nachteil, wir können immer nur ein Modell reinladen. Auch später in den VTube Maker haben wir immer nur ein Modell von uns. Also wir können jetzt nicht verschiedene Outfits oder so weiter reinladen. Wir müssen es immer wieder rausnehmen und neu reinladen. Machen wir das so nochmal. Einmal Remove. Delete. Dann Current Season, also momentane Sitzung. Wir können einen Namen eintippen und suchen unser File aus. Okay. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können wir unsere Blend Shapes einstellen. Ich habe für sie jetzt so die Basic Blend Shapes aus Vivoid. Daher haben wir halt nur hier so Sachen. Wir können Mund aufmachen, Augen zumachen. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber da müsst ihr halt Custom Blend Shapes erstellen. Blender und so weit sind wir noch nicht. Ja, wer möchte, wir haben auch eine Paint-Option. Hier haben wir verschiedene Sticker. Wir haben Brushes, das könnt ihr alles nutzen, um halt nochmal ein bisschen drauf losmalen. Wir haben auch verschiedene Props, die wir geben können. Wir können, was weiß ich, hier so ein Dino-Ding geben. Auf den Kopf setzen oder irgendwie auf die Schulter. So, mache ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, ihr könnt euch hier ein bisschen umschauen, was ihr machen wollt. Und halt, ihr könnt das attachen. Also es wäre schon sinnvoll, wenn ihr sagen, okay, dieses Ding mache ich an den Kopf, wenn es da am Kopf ist. Wenn es, was weiß ich... an der Hand ist, solltet ihr das halt auch dementsprechend an die Hand packen. Ach so, okay, so. Müsst erst drauf drücken. Dann machen wir das weg. Damit es halt wirklich an der Hand fest bleibt. So, an für sich war es als erstes. Wir können euer Model verschönern. Ach so. Ja, wir sollten speichern. Eine coole Sache finde ich hier, wir haben Flows. Das sind Animationen, die wir hinzufügen können. Ich habe jetzt aber hier mal einen Test gemacht, einfach zu gucken, wie es funktioniert. Das ist ein bisschen komplizierter. Wir haben hier halt eine Logik, einen Trigger und Behavior. Also eine Logik, ein Auslöser und Verhalten. Die Logik sagt halt aus, wenn das und das passiert, machst du dieses Verhalten. Das wird ausgeführt. Manche haben im Trigger bei der Logik halt wiederholen bis. Da kann man sagen, okay, wiederholen bis... ja, bis halt dieses Verhalten so und so oft gemacht wurde oder halt auf die in die Zeit oder halt im Knopf gedrückt wurde und so weiter. Könnt ihr alles einstellen, könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Machen wir jetzt nicht, sonst wird das alles zu lange. Wir laden unser Modell jetzt einfach hoch. So, und jetzt sollte Lucy auch hier drinne sein. Ich werde mich jetzt hier unten ausschalten, weil wir die Kamera für dieses Programm brauchen. Ich habe ja nur eine Kamera, sonst wird das nichts. Ja, werdet ihr mich jetzt eine Weile nur hören und dann später auch in dem Programm sehen. So. Auch hier wieder Login mit den gleichen Daten, die ihr auch bei eurem YouTube-Editor habt. Okay, momentan passiert ja noch relativ wenig. Sie ist vorhanden und sie hat eine Idle drin, dass sie sich so ein bisschen hin und her bewegt. Ist immer eine ganz schöne Sache. Also hier, gehen wir auf die Kamera, Tracking on. Dann können wir sagen, okay, was soll eigentlich an? Wir können auch sagen, okay, wir haben jetzt Webcam-Feed. Wenn wir uns natürlich erstmal die Kamera reinmachen. Sonst wird das nichts, dann könnt ihr mich sehen und sie bewegt sich. Ich mache das wieder aus. Ja. Das Blöde hier ist, die Schilder sind fest, die könnt ihr nicht irgendwo hinschieben. Auch hier haben wir die Leap Motion.
Die können wir an, flach auf dem Tisch. Und funktioniert auch. Ja. Auch hier können die einstellen, dass es ein bisschen besser passt mit Höhe. Ist sie mehr links, mehr rechts? Müsst ihr halt immer dann gucken, wie ihr eure Position haben möchtet von euren Händen. Ja. Müsst ihr dann halt gucken, wie ihr die Position von euren Händen haben möchtet. Ist jetzt halt blöd zu zeigen, weil das Fenster da im Weg ist. So. Machen wir das erstmal aus. Das nächste, was ich euch zeigen will, was ich immer eine gute Sache halte, gerade für Anfänger, die jetzt halt nicht Mods ab Setup haben, wie halt auch ich. Ich habe halt eine Kamera, die ist okay, aber es ist bei mir viel zu dunkel. Oft reagiert halt meine Kamera nicht auf meine Bewegungen, gerade was halt die Augen und den Mund angeht. Es gibt hier ein Audio bei Lip Sync, also quasi immer wenn ein Ton kommt, bewegen die Lippen sich mit. Und wir haben ja auch Shortkeys, wir können halt verschiedene Aktionen ausführen. Winken, winken. Wir haben ja auch verschiedene Idle, die sind halt schon immer drinne. Jetzt halt bei ihr das Winken oder halt ein Tanz. Sie kann tanzen. Die beiden sind immer so als Basis drinne. Okay, sie tanzt halt weiter. Kannst du bitte damit aufhören? Gehen wir mal kurz über die Settings drüber. Wir können hier halt den Background klar machen oder halt ein bisschen blurren. Wir können Fullscreen. Wäre vielleicht sinnvoller, wäre vielleicht schöner, wenn ich auch nochmal den Hintergrund sieht. Wir können die Sprache umstellen. Hier könnt ihr auch sagen, ah, wir möchten das jetzt Autoblink haben, weil es eure Kamera halt wirklich nicht so gut funktioniert. Gerade wenn es bei mir dunkel ist, habe ich Autoblink auch meistens immer an, weil es einfach nicht funktioniert bei meinem Setup. Verschiedene Hotkeys. Ihr könnt dann nochmal einstellen, ja, ich möchte jetzt noch eine andere Kamera, ein anderes Mikrofon nutzen. Ich möchte die Auflösung ein bisschen weniger haben, weniger Frames und so weiter. Ja. Hier habt ihr euren Account und hier haben wir im Editor nochmal unsere Actions, die wir gemacht haben, zur Sicht. Die können wir auch an- und ausschalten, damit wir sie nicht immer triggern, aus Versehen. So, dann können wir hier unseren Hintergrund ändern. Wir haben hier verschiedene Hintergründe, die können wir nehmen. Ja, könnt ihr euch einmal durchklicken. Was immer ganz praktisch ist, wenn man gerade für Videos oder Szenen benutzt, wir brauchen ja irgendwas zum Ausgehen. Greenscreen. Wir können ja noch in Rot, Gelb, Blau oder sonst was nehmen, aber klassischer Greenscreen funktioniert meistens am besten fürs Ausgehen. Wir haben auch jede Menge Overlays, die könnt ihr drüberlegen. Sagt der Name Overlay schon. Und es gibt auch dynamische Hintergründe, sprich, die bewegen sich. Ist auch für Videos ganz nice. Für Streams jetzt eher weniger, weil umso mehr sich bewegt, umso länger braucht euer Programm, das zu verarbeiten. Aber es ist ja im Endeffekt eure Sache und was halt euer Internet und euer Computer leisten kann. Hier mit dem Greenscreen könnt ihr es auch ganz einfach ausgehen und halt für Videos und für Streams halt einfach ohne Hintergrund nutzen. Was man auch hier machen kann, was eine coole Sache ist, man kann hier so ein Widget-Panel öffnen, dann hat man sich selbst nochmal ein klein. Das heißt, wenn ich jetzt unser Fenster, ist da kurz im Weg, auf meinen zweiten Bildschirm packe, vielleicht auch ganz auf den zweiten Bildschirm packe, könnte ich mich halt einfach irgendwo oben drüber legen. Ist auch eine coole Sache, wenn man halt nicht ausgehen möchte. Der ist ja transparent, wie ihr seht. Ich habe keinen Hintergrund. Könnt ihr den halt einfach für Stream oder für Videos einfach so drüber legen. Der ist halt relativ klein. Da kann man mitarbeiten. So, ich komme mal wieder rüber. Mach den mal aus. So, und das war jetzt einmal grob vorgestellt. YouTube Maker. Könnt ihr ein bisschen umschauen, ein bisschen mehr machen. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von diesen steifen Bewegungen, aber vielleicht mögt ihr das ja ein bisschen mehr. Mal ein bisschen hin und her bewegen. Das ist, ihr müsst ja ein Gefühl selber für kriegen. Testet es mal aus. Und wir sehen uns im nächsten Programm. So, ich lasse mich jetzt doch nur mal kurz aus, weil dieses An- und Ausschalten ist auch ein bisschen nervig. Das nächste Programm ist WUP oder Wii Up. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Auch über Steam. Ihr könnt euch mit Steam anmelden. Ihr habt eine Auswahl 3D oder 2D. Ich fokussiere mich halt auf 3D, aber wer halt Live-2D nutzt, der kann ja auch seine 2D-Modelle nutzen. Da kann ich halt aber nicht viel bei helfen. Ich kann auch nicht vergleichen, wie gut oder schlecht sie sind. Aber es ist da. Ihr könnt ja testen. Ich fokussiere mich halt nicht auf 2D, sondern auf 3D. So. Wir kriegen hier zwei Fenster. Ah, wir haben auch schon direkt Lucy geladen. Das ist doch schön. So. Katze. Katze ist auf der Tastatur. Ist gar nicht so einfach. So, das müsste so funktionieren. Ja, okay. Schön an. Wie ab, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, es kann auch Wupp heißen. Es gibt Charaktere, die sind immer vorhanden. Hier die Dame oder jedes kleine Kind oder ein Hund. Das sind Charaktere, die sind immer vorhanden, die kann jeder nutzen. Er kann aber auch seine eigenen Charaktere hineinladen.
Mit Alt festhalten und Mausbewegung könnt ihr halt auch die Kamera steuern. Wir fügen Modelle hier einfach mit Add Model hinzu. Hier drauf drücken zum Importieren und ziehen auch euren File einfach rein. Es kann ein bisschen dauern, bis sie richtig geladen sind. Und ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen. So, jetzt wollen wir ein bisschen Bewegung reinbringen. Auf Broadcast, Kamera Face Capture, also Kamera Gesichtsfesthaltung oder Erkennung. Guckt, ob es eure Kamera ist. Dann machen wir es einfach auf an. Und schon ist es da und bewegt sich. Hier direkt an der Seite könnt ihr einstellen, wie reagiert es jetzt drauf. Sollt immer so austesten für euer Set auch, was passt, was müsst ihr einstellen. Oder halt, wie gefällt es euch selber am besten. Ist immer ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ja hin und her bewegen und ein bisschen reden und ein bisschen Quatsch machen und irgendwas wird schon funktionieren. Wie gesagt, das ist halt ja zu einem Setup abhängig und einfach persönliche Präferenz. Gehen wir nochmal weiter. Hier haben wir ganz viele Emojis. Die hier werdet ihr wahrscheinlich nicht nutzen können. Das sind Custom-Sachen für halt dieses Modell. Ihr habt einfach die Blend-Tabs nicht dafür. Ihr könnt aber selber welche einfügen. Add Expression. Und da habt ihr eure ganzen Blend-Shapes hier drinnen. Dann können wir sagen, okay, wir möchten Angry. Wir nennen sie auch wütend. Sagen, okay, so eine Sekunde, also 0,1 Sekunde, bis es halt sich geändert hat. Dann drücken wir auf Speichern. Und dann haben wir hier einmal wütend. Das können wir dann mit allem machen. Alles, wofür ihr Blend-Shapes habt, könnt ihr hier einstellen. Glücklich. Speichern. Ist ein bisschen Handarbeit, aber wenn ihr es dann einmal habt, ist es da. So, wir haben was vergessen. Egal, was ihr tut, ihr solltet den Neutralen immer mit rein tun. Damit ihr auch wieder auf eure Anfangsposition zurückkommt. Ich vergesse den öfters mal. Neutral muss immer rein, egal welche Blend-Tabs ihr einfügt, der muss dahin. Wir haben hier auch Aktionen, also wir können uns bewegen. Gibt es jede Menge, was man tun kann. Ja. Wer animieren kann, kann natürlich auch selbst Aktionen einfügen. Coole Sache, wir haben auch hier verschiedene Props. Wir können hier ein Headset aufsetzen. Wir können auch viele andere Sachen machen. Hier bei All Props, was weiß ich, wir geben ihr ein Mikrofon. Ja, vielleicht unbedingt im Mund. Ich glaube, da gehört kein Mikrofon hin. Ja, Place. Left Hand. Bei dem Right Hand, Rechtshänder. Und hier bei Offset müssen wir jetzt halt mal auf diesen. Hallo? Das will nicht. Wo ist mein Pivot? Ah, yes. Da unten ist es so. Okay. Hatte kurz einen kleinen Hänger. So, geben wir das einfach in die Hand. Und ihr seht, ihr bewegt es halt einfach schon mit. So, jetzt hat es ein Mikrofon. Und ihr könnt hier halt verschiedene Sachen hinzufügen. Ihr könnt auch selbst welche hinzufügen, wenn ihr halt modellieren könnt. Kannst du aufhören? So. Ja, es gibt auch Posen, aber aus irgendeinem Grund, ja, seht ihr, funktionieren die nicht so geil? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass es nicht geht. Ja, und wundert euch nicht wegen meinem Schatten, der sieht ein bisschen komisch aus. Das liegt an meinem Shader. Ich habe den Toon Shader drin und der wirft keine Schatten. Auch hier können wir wieder verschiedene Szenen auswählen. Wir haben ja auch den klassischen Greenscreen. Ja, das passiert öfters. Sobald ihr den Hintergrund ändert, kommt euer Charakter ganz nah zum Kuscheln. Wir haben ja auch halt 3D-Hintergründe und alles Mögliche. Könnt ihr euch ein bisschen umschauen, aber so. Meistens brauche ich nur den Greenscreen. Ich möchte ja meistens meinen Charakter nur auskeyen, aber wenn ihr einen Hintergrund nehmen möchtet, ihr könnt ihn natürlich auch nehmen. Auch hier könnt ihr wieder eigene Szenen hinzufügen, sprich Bilder. Wenn ihr einen Shader habt, der Schatten wirft, wir können hier auch Lichteinstellungen einstellen.
Bei ihr macht das halt keinen Sinn. Wie gesagt, ich habe keinen Schattenwurf. Ich habe den Toon Shader genommen, halt ohne Schatten. Und ja, ich kann gerne Schatten werfen, also bringt Licht halt auch nicht so wirklich viel. Ich kann hier die Exposure höchstens hoch machen. Dass man einfach nichts mehr sieht, bis auf meine schwarzen Augen. Bringt halt jetzt nicht viel. Aber ihr könnt ihr ein bisschen halt rumspielen. Ihr müsst das halt erstmal anschalten. So, das nächste Programm, was ich euch zeigen wollte, ist halt das, was ich selber gerne nutze und halt viel nutze, ist VC Face. Wir haben hier nur unsere eigenen Charaktere oder halt Modelle, die wir woanders her bekommen. Wir haben halt keine, ja, Gratis-Charaktere vom Programm direkt. Hier könnt ihr direkt einstellen, welche Kamera, wie, welche Settings wollt ihr haben, wollt ihr halt, wie groß soll die Auflösung sein, wie viel FPS. Was ich hier sehr praktisch finde, ist halt die Tracking Quality, also wie groß ist die Qualität, was kann euer Computer leisten, und hier gibt es die Option Toaster. Also sie würde auch fast allen wirklich laufen. Also es ist wirklich von dem Programm her das Sparsamste, was halt deine Leistung angeht für den PC. Du brauchst am wenigsten, um was Gutes zu kriegen. Es hat auch die beste Face-Tracking, finde ich. Fühlt sich für mich halt am besten an. Hier unten haben wir auch verschiedene Sprachen. Es sind nicht alle Sprachen 100% übersetzt. Es gibt halt auch hier noch beim Deutsch verschiedene Sachen, die sind halt noch teilweise in Englisch. Ich generell bevorzuge meine Programme auf Englisch, aber ihr dürft sie einstellen, wie ihr möchtet. Bei mir wird es halt immer die Englische gehen, weil ich einfach damit besser drauf klarkomme. Ich weiß nicht, die Deutschen bin ich immer meistens verwirrt. So. Auch hier schön, der Charakter, den ihr habt, stehen nochmal die Regeln dabei. Auto only, ich bin der Auto, ich darf sie nutzen. Und dann auf Start. Und nach ganz kurzer Wartezeit, yay, können wir uns bewegen. Wie gesagt, ich finde hier das Face-Tracking das Beste. Auch generell die Bewegung, der ganze Körper bewegt sich, wenn man es richtig einstellt. Ja, die Smooth-Bewegung finde ich halt persönlich am besten. So. Hier gehen wir auch nochmal kurz durch. Wir haben auch hier die Leap Motion. Die können wir hier anstellen. Dann können wir winken. Oder auch nicht. Doch, jetzt können wir winken. Funktioniert in allen Programmen anscheinend. Wir haben verschiedene Effekte auch hier. Wir sagen hier in Blumen, leuchten. Ambient macht halt wie immer bei mir keinen Sinn. Wie gesagt, ich habe halt keinen Schatten, dann bringt das halt alles nichts. Distortion? Dieses komische verzerrte Zeug finde ich immer ganz lustig. Wir haben ja auch eine Farbe, wir können halt unsere Farbe anpassen. Bisschen Tinten, bisschen dies, bisschen das. Wir haben hier so ein Störgeräusch auch drüber. Und man kann hier auch jede Menge extra Effekte machen dran. Und Halbton ist auch mal ganz lustig. Ich bin ein alter Cartoon oder so. Ich bin Kunst. Dann hier Licht. Macht, wie gesagt, bei meinem Charakter nicht Sinn, aber falls ihr Probleme mit dem Shading habt, geht mal in Licht. In Ambient oder in Sun. Spielt da mal ein bisschen mit den Regler rum. Meistens kriegt ihr so gelöst. Das kann ich euch jetzt halt nicht zeigen. Ich habe jetzt auch keine Lust, einen extra neuen Shader aufzusetzen, dass ich einen Schatten habe. Ich habe den Charakter extra so gemacht, dass ich keinen Schatten habe. Das war so geplant, das war so gewollt. Auch hier haben wir unsere ganzen Blend-Shapes. Die können wir einstellen, wir können auch auf Hotkeys machen. So. Auch alle Blend-Shapes, die ihr halt selber noch erstellt habt, die sind dann auch alle in der Liste. Die Liste wird dann einfach länger. Dann haben wir hier generelle. Ja, jetzt haben wir hier die generellen Eigenschaften. Das ist auch das Schöne hier. Ich kann das Fenster überall hinpacken, solange ich in dem Rahmen bleibe. Genau, sagen, ja, ich mache das ja ein bisschen größer. Pack mich mal mehr an die Seite, dann können wir das besser sehen. Ist einfach die Art und Weise, wie euer Charakter auf eure Kamera reagiert. Oder halt, wie die Kamera das überträgt. Ihr müsst auch hier wieder ein bisschen einstellen, wie es euch gefällt. Wenn ihr ein bisschen ausprobieren. Steht ja dran, was es ist. Und dann einfach das nehmen, was für euch am besten funktioniert. Ja, Arme hoch. Arme hoch. Das ist auch wieder einfach ausprobieren. Ich mag halt, dass es nicht ganz so steif ist. Das finde ich immer ganz nice. Aber es ist halt persönliche Präferenz. So. Wenn ihr das hier alles so ein bisschen eingestellt habt. Hier sind so ein paar Sachen, die halt euch das einfach ein bisschen erleichtern. Gerade wenn euer Setup nicht so geil ist, könnt ihr halt auch automatisch blinzeln. Wir können auch hier wieder eine Audiospur reinmachen, dass halt, wenn ihr redet, einfach noch der Ton mit reingenommen wird. Wir können hier ein Fake Gaze, also eine falsche Blickrichtung reinmachen,
Bei mir folgt es dann einfach der Kopfbewegung, weil man selbst meine Pupillen halt nicht erkennt. Oder sie sind halt sonst wo, sie rollen sich zurück in den Kopf und was weiß ich wohin, aber nicht dahin, wo ich gucke. Auch eine coole Idee, die halt bei mir auch nicht funktioniert, weil, das, wie gesagt, mein Setup ist halt echt kacke. Ausdruckserkennung, ich habe sie halt aus. Idee dahinter ist, wenn ihr halt selbst Mimik habt in eurem Gesicht, soll die Kamera die Erkennung übernehmen. Jetzt halt, hier sind so simple Sachen wie fröhlich, wütend, erschreckt. Das sind halt nur drei Stück und die werden übernommen. Man kann auch experimentell verschiedene Ausdrücke halt selber hinzufügen und halt einstellen. Bei mir funktioniert das halt nicht. Wer eine bessere Kamera, ein besseres Setup hat, der kann es ja gerne mal probieren. Liegt wahrscheinlich bei mir halt wirklich daran, dass es einfach viel zu dunkel ist und einfach meine Kamera nicht viel erkennt, was jetzt abgeht. Hier haben wir wieder unsere Einstellung für die Grafik. Also falls irgendwas sich ändert, können wir es hier auch nochmal verändern. Wir können auch hier nochmal zwischen Kamera und Mikrofon wechseln. Und wir machen hier noch ein paar extra Sachen zur Einstellung. Wir können hier, ja, wenn wir das X drücken, sind unsere Bewegungen gespiegelt. Auch immer ganz lustig. Auch immer ganz wichtig, dem einen oder anderen hilft das bestimmt beim Selbstaufnehmen. Ja. Wir können zum Beispiel auch unsere Hüfte, wer es mag, halt festmachen. Aber ich mag es halt wirklich, wenn der ganze Körper sich mitbewegt. Sie kann ja nirgends hinlaufen, kann sie nicht, aber sie kann halt wirklich sich weit, weit weglehnen. Ich finde das eine coole Sache. Ich mag das. Das war es jetzt erst beim Groben. Wir können hier den Mirror auch nochmal anmachen. Ja, die Lip Motion können wir auch an- und ausschalten. Wir können hier auch nochmal ein bisschen Movement einstellen für Feinheiten. Das Coole hierbei ist, wir haben hier eine Transparenz. Sprich, wenn wir das über eine Game Capture festmachen, können wir einfach Transparenz erlauben und haben es einfach ausgeschnitten. Nur dieser kleine Button hier an der Seite, der ist nicht ausgeschnitten. Den müsst ihr dann halt ausschneiden, indem ihr euer Bildrand klickt und mit Alt einfach rüberzieht, bis halt der Button weg ist. Das Einzige, was übrig bleibt. Oder dann halt einfach irgendwie ausmaskieren oder so weiter. So. Dann gehen wir wieder hier rüber. So, halbwegs in die Mitte. So. Passt. Das waren die drei Programme, die ich euch vorstellen wollte. Die könnt ihr halt alle über eine Game Capture am besten in euer OBS einfädeln, wie ich es euch ja im ersten Tutorial schon mal gezeigt habe. Und dann hoffe ich, ja, ihr habt viel Spaß mit dem Austesten und findet euer Programm, was euch am besten liegt. Probiert es alle ein bisschen aus. Wie gesagt, die sind kostenlos, verlieren könnt ihr nichts. Probiert mal ein bisschen hin und her, habt ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ich habe jede Menge Spaß, einfach die ganzen verschiedenen Sachen auszuprobieren. Ja, und dann hoffe ich, sehen wir uns ein bisschen später in dem nächsten Tutorial.